Hallo und willkommen zu einem neuen Projekt. Wie man sehen kann. Das Spiel heißt Rain City und ich weiß auch nicht so genau, um was es da geht. Aber irgendwie habe ich es im Store gesehen und ich fand dieses Bild voll süß, weil so Katzen, also so eine Katze mit so einem Regenschirm war und das sah sehr nach Adventure aus. Und ich dachte, ich probiere das mal. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Let's Test wird oder ein volles Let's Play. Ich guck einfach mal. Ich starte es einfach mal. Weil ich habe es nämlich auch noch nicht angespielt oder so. Also wenn es zu laut ist, dann ja. Lieber Bruder, Rain City war eine sehr schöne Stadt, aber die Umwelt ist jetzt schrecklich. Ich fahre sofort nach Hause, wenn ich mit meinen Interviews fertig bin. Seht ihr, voll süß, Kätzlein. Meine kleine Schwester ist eine Journalistin. Sie ist gerade in Rain City und ich kann sie sonst seit Tagen nicht mehr erreichen. Ich habe mich entschlossen, nach den Rechten zu sehen, weil ich mir Sorgen mache. Ich finde das irgendwie voll süß, wie das so gezeichnet ist und so. Wir gucken einfach mal. Ich weiß nicht, ob das Spiel was ist oder so. Aber ich dachte, ich probiere es einfach mal aus. Okay, warte mal. Ich mache kurz Option. Okay, da ist nur Speicherpunkte. Ja, das ist zum Speichern. Okay, ich habe schon mal gefunden, wie man speichern kann. Oh, wie süß. Schaut euch das mal an. Ach, guck mal, können wir es angucken. Regenschirme müssen wohl das nützliche Werkzeug hier in Rain City sein. Haben wir irgendwie so eine Taste, wo wir sehen... Okay, das ist das. Was man alles anklicken kann. Ne, scheint wohl nicht hier zu geben. Da ist was. An der Wand hängen viele Fotos des Besitzers des Miethauses. Du möchtest ein Zimmer? Sieh dich woanders um. Wir sind komplett ausgebucht. Du suchst nach jemanden? Dieses Mädchen namens Lea? Ich habe sie schon ein paar Tage lang nicht mehr gesehen. Das bedeutet, dass sie mit ihrer Miete schon über eine Woche im Verzug ist. Ich kann dir ihre Zimmernummer geben, wenn du die Miete zahlst, die sie mir schuldet. Ach, okay. Das ist es so, das Tutorial hier. L1. Geld, das ich bei meiner Abreise mitgenommen habe. Verwende es klug, denn es gibt nicht viel. Okay. Achso, jetzt können wir dann bewegen. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Perfekt. Boah, das ist immer teuer. Und hier ist der Schlüssel. Geh die Treppe hoch und auf der linken Seite ist das Zimmer deiner Schwester. Was ist das denn? Oh, ach, der Schlüssel. Okay. Ist eigentlich so untypisch, so ein Spiel für mich. Das müsste das Zimmer sein. Können wir mit der reden, der Dame? Suchst du nach dem Mädchen, das hier wohnt? Sie ist mit dem alten Mann auf dem Dachboden befreundet. Also frag am besten ihm. Link ist andere Seite, ne? Okay. Da kann man wohl auch später einen Schlüssel hintun. Und da auch. Wie war es nochmal so? Gucken wir uns den auch nochmal an. Der Schlüssel zum Zimmer meiner Schwester. Damit gelang ich hinein. Oh, doch, falsche Seite. Der hat doch links gesagt, oder? Naja, egal. Ach, wie süß. Ach, es wird auch automatisch gespeichert. Da ist noch eine Tür. Hinsetzen. Dann fangen wir hier mal an. Der Koffer meiner Schwester. Sie muss noch in der Stadt sein.
Können wir den aufmachen? Nee, okay. Ach, da ist was. Eine Fotokamera. Das ist so von dem Typen unten, das von dem Schweinchen. Vielleicht der Typ vom Dachboden? Okay. Ach, okay, er fehlt die Leiter. Die können wir aber nicht aufheben. Ah, guck mal. Kopfhörer. Ich gehe wieder runter. Oh, es regnet. Es regnet die ganze Zeit. Meine Schwester ist nicht in ihrem Zimmer, also frage ich zuerst einen anderen Bewohner. Das hatten wir auch vor. Die Musik ist aber schön. Ich mag ja eigentlich so Adventure gar nicht, ne? Weil man da immer so rätseln muss und dahin und dahin. Wer bist du denn? Kleiner, das hier ist die Insel von uns Hasen. Verzieh dich. Schuhe? So viele Schuhe. Wie viele Hasen wurden hier bloß? Hasen können sich ja, ne? Vermehren wie noch was. Okay. Abgeschlossen. Ich muss den Besitzer um den Schlüssel fragen. Okay, dann gehen wir nochmal runter. Du möchtest den Schlüssel für den Dachboden? In Ordnung. Ich gebe dir den Schlüssel, wenn du mir behilflich bist. Im Zimmer gegenüber deiner Schwester wohnt Herr Alpaka. Er ist schon sehr lange, lange im Rückstand mit seiner Miete und antwortet nicht. Wenn ich an die Tür klopfe, gebe dir den Schlüssel, wenn du die Miete für mich eintreibst. Sind wir jetzt ein Eintreiber? Okay, dann gehen wir beim Herr Packer. Oh, mein Fernseher schaltet sich aus. So, jetzt nicht mehr. Mitbewohner in einer schicken 20 Quadratmeter Single-Wohnung gesucht. Ich bin ein nettes und ungänglicher Schaf. Ja, okay. Sie sind nicht zu Hause. Sind sie nicht zu Hause, aber es scheint, als ob Geräusche von drinnen kommen. Ich suche nach einem anderen Weg hinein. Ich würde jetzt spontan sagen, über unseren Balkon, oder? Hätte ich jetzt gesagt. Ach, seht ihr? Dann laufen wir hier schön. Oh! Es ist so heiß. Ich muss dieses Rohr irgendwie schließen. Geht das mit den, die Lieblingsohrhörer meiner Schwester. Die scheinen ziemlich stahlschalldicht zu sein. Geht das? Ich glaube nicht. Okay. Müssen wir was anderes suchen? Hätte sein können, dass man die so da drüber stopft, ne? Und dann, okay, die Kamera hatten wir schon. Die Tasche hatten wir auch schon. Die können wir auch nicht aufmachen. Ah, okay. Hätte sein können, dass wir da noch was machen können. Gehen wir hier nochmal raus. Sag dir noch was anderes. Suchst du nach dem Mädchen? Bla bla. Vielleicht können wir dem die Kopfhörer aufsetzen. Nö, hätte sein können. Okay. Der die Kopfhörer aufsetzen? Und geht das auch nicht, okay. Aber hier ist sonst auch nichts anderes, ne?
Können wir hier raus? Nee, ne? Nö. Jetzt bin ich schon überfragt. Das hatten wir schon. Okay, gehen wir nochmal hochgucken. Also vielleicht Mitbewohner. Wir müssen auf jeden Fall über die über das Dach. Guck, ob wir im Zimmer noch mal was finden, ob ich da irgendwas übersehen habe. Guck mal, das ist. Ah, guckt mal da oben. Kann ich das jetzt so? Das ist ein Ventil. Drauf. Und nehmen. Das habe ich eben gar nicht gesehen. Also wir müssen uns wohl genau umgucken. Ja, ich weiß schon. So. So. No? Geht das nicht? Okay, ich hätte jetzt gedacht, dass man das machen könnte. Ein Wasserverteil. In der Wohnung. Ist das eng? Da müssen wir das irgendwo abdrehen. Ah, warte mal. Können wir auf der anderen Seite raus? Da. Ah, okay. Können wir. Ach, da müssen wir so. Und dann das drauf. Okay. Jetzt können wir hier. Ah, da konnte man nach unten gucken. Der Regen riecht säuerlich. Es fühlt sich unangenehm an, wenn er meine Haut berührt. Ich will einfach bei denen in der Wohnung ein. Der hat den müssen wir bestimmt jetzt die Kopfhörer geben, oder? Ein Werk aus Büchern. C++, Einführung. Bis Verzweiflung, Java. Oh Gott. Das ist was für Bastian. Lauter Bücher, von denen ich keine Ahnung habe. Aber ja, genau, es geht mir auch so. Ein Haufen von. Was steht da? Kensertee? Liegt in der Luft. Es ist ein munter machender Duft. Haben wir hier noch was zum Anklicken? Ach, guck mal, wir haben die Tür jetzt aufgemacht. Okay. So einfach geht das. Was? Du bist hier, um Miete zu kassieren? Du hast echt Nerven, Miete für so eine Bruchbude zu verlangen. Ich bin gerade dabei, ein super tolles Hackerprogramm zu schreiben, aber das obere Stockwerk ist zu laut, dass ich nicht in Ruhe coden kann. Ich zahle die Miete, wenn du dafür sorgst, dass es oben ruhig wird. Kann ich dir nicht einfach die Kopfhörer geben? Doch. Ja, die halten den Lärm gut ab, danke. Aber oben ist es immer noch laut. Okay, dann nehmen wir die. Ah, oh, wir können da das Häschen verkleiden und da rein. Was? Du bist hier um. Achso, der erzählt wieder das Gleiche. Sie macht mir das Spiel schon Spaß. Ich weiß nicht, was mit euch ist, aber mir macht das Spaß. Ich will nur auf den Timer achten, weil ich das nicht zu lange die Folgen machen will dabei. Warte, wir setzen uns die Häschenohren auf. Och, wie süß. Das sollte täuschend täuschen können. Dich habe ich noch nie gesehen. Meinetwegen, geh rein hinein. Oh, warte, ich wollte dich nicht mehr ansprechen. Das sind bestimmt hunderte von Hasen. Ja, doch nicht so. Hier ist es echt was los. Ich muss sie hier irgendwie rauskriegen. Oh, guck mal.
ein Shooter-Spiel. Da fällt mir ein, war da nicht ein Spielhalle in der Nachbarschaft, als ich klein war? Oh, das wollte ich gar nicht. Ich wollte auf X drücken. Ach, können wir jetzt spielen? Wie cool! Ein Spiel im Spiel. Ah, okay. Mal gucken, ob ich das schaffe. Okay, noch 5. Noch 3. 2. 1. Komm jetzt in den nächsten Level. Ah, das ist jetzt ein Boss, okay. Oh, ich wurde getroffen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich da direkt tot bin, wenn ich getroffen werde. Dass ich da ausweiche. Hey! Super! Oh, was haben wir da? Eine Hasenmünze. Okay. Okay, ich würde aber sagen, für den Part machen wir da Schluss und ich nehme aber jetzt gleich direkt noch eine Folge auf. Und danke, dass ihr reingeschaltet habt und ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel findet und ob ihr auch so diese Art von Spielen mögt. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschö!